Hallo zusammen, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Proxmox auf einem Hetzner Server installieren könnt. Ich bin bereits hier im Robot eingeloggt, dann gehe ich hier auf Server, klicke auf meinen Server, beziehungsweise wähle ihn aus. Nun gehe ich in Rescue, wähle hier Linux, ich nehme die 64-Bit-Version, Rescue-System aktivieren. So, nun wird mir hier angezeigt, Rescue-System wurde erfolgreich aktiviert. Im nächsten Restart des Servers kann dieser im Rescue-System hochgefahren werden. So, ich kopiere mir jetzt ganz wichtig hier das Root-Passwort. Das wird nur hier angezeigt, das brauchen wir anschließend, damit wir den Server installieren können. So, nun habe ich bereits den Server zum Restart gezwungen, beziehungsweise habe einen Restart durchgeführt. Dann öffnen wir eine SSH bzw. mit PuTTY oder Kitty eine SSH-Verbindung auf die IP. Es kann meist ein paar Minuten dauern, bis er erreichbar ist. Jetzt hier leider ist er noch nicht erreichbar. Mein System hier unter Hardware können wir sehen, es ist ein Hardware-RAID. Deswegen erkläre ich es jetzt einfach mal für ein Hardware-RAID. Ich denke, es ist relativ ähnlich bei einem Software-RAID. Des Weiteren werde ich auch erklären, wie ihr weitere IP-Adressen hinzufügen könnt. Ich habe hier normale weitere IP-Adressen und auch ein Subnet. So, der Server ist leider noch nicht online. Probieren wir es nochmal. Immer noch nicht. Ich speichere mir einfach jetzt hier mal das Root-Passwort zur Sicherheit, damit wir es anschließend eingeben können. Sollte der Server verfügbar sein, ist er, klicken wir auf Ja, geben Root ein und das Passwort, das wir auch bekommen haben, Rechtsklick, Enter. So, nun können wir hier eine kleine Übersicht über unsere Hardware sehen. Bei mir jetzt der Prozessor, ja, Arbeitsspeicher. Ich habe hier 4x2 Terabyte Festplatten verbaut, ein RAID, also ein Hardware RAID. Und Network Data. So, nun können wir mit dem Befehl install image das Image installieren. Ich gehe hier auf Virtualization, denn wir wollen ja Proxmox installieren. Hier können wir wählen zwischen Wheezy, also basierend auf Debian 7, oder Jesse, basierend auf Debian 8. Ich nehme jetzt mal Jesse hier, also Debian 8. Ja, es wird jetzt hier noch gewarnt, dass es nicht supported ist von Hetzner. Und ja, hier auch noch, dass wir anschließend wissen, mit F10 können wir das Ganze speichern. Klicken auf OK. Nun können wir hier unsere Konfiguration festlegen. Wenn ihr einen Software RAID habt, werden hier mehrere Drives stehen, da ich einen Hardware RAID habe. Ist jetzt hier, wird hier nur eine Festplatte erkannt und wir gehen weiter runter, Bootloader Group, das passt. Hier können wir noch den Hostnamen wählen, den nenne ich jetzt einfach mal Tutorial, ja, einfach Tutorial. Dann können wir weiter hinunter gehen, hier sehen wir schon Partitions, File Systems. Hier wird auch noch kurz erklärt, was für was ist. Und wir gehen weiter hinunter und können hier unsere ganzen Partitionen auswählen, wie wir sie haben möchten. Ich mache es immer so. Hier den ersten Part, also die Boot-Partition, nehme ich hier ext4. Anschließend erstelle ich eine LV, also wie wir hier auch oben sehen können, ein Logic Volume. Das wird hier auch so beschrieben,
So etwas erstelle ich jetzt hier. Das erstellen wir mit Part LVM, wie es heißen soll. Ich nenne es VG0. Das ist auch oben in dem Beispiel auch so benannt. Und All. Das heißt, es wird einfach von den 3725 GB, die mir zur Verfügung stehen, die 512 MB abgezogen und der Rest wird auf das Volume, also die Partition, vergeben. So, nun können wir mit LV den Namen, also VG0, den wir hier angelegt haben, legen wir unsere Root-Partition an. Den weisen wir jetzt auch noch eine Formatierung hinzu, also ext4, und die Größe, die wähle ich jetzt hier 30 GB. Dann weitere Zeile lege ich wieder eine weitere Partition an, den Swap, geben wir dazu 3x Swap ein. Ich wähle den Swap hier mit 2 GB und die dritte und letzte Partition, die Data-Partition. Hier geben wir noch an mit var lib vz, das ist das Standardverzeichnis, in dem alles, in dem Proxmox alles installiert, und geben dann wieder die Formatierung ext4 an und auch die Größe. Jetzt müsst ihr natürlich nur beachten, dass ihr nicht über eure Größe drüber kommt. Wir haben insgesamt 3725 GB, also frei, 512 MB sind bereits belegt, dann sind noch 30 GB belegt und die 2 GB, also insgesamt 32,5 GB. Ich mache es immer so, ich lasse ein wenig einen Freiraum, falls es zu irgendwelchen Problemen kommen sollte. Ich wähle jetzt das Ganze hier bei 3670. Somit haben wir noch einen kleinen Spielraum. Weiter unten ist nichts mehr Interessantes für uns. Es ist hier noch eingestellt, von wo er sich das Image holen soll. Und wie am Anfang bereits dargestanden ist, können wir das Ganze mit F10 bestätigen und drücken auf Yes. So, hier noch eine Notiz. Alles wurde richtig erkannt, ansonsten würde hier noch eine Fehlermeldung erscheinen und eine Beachtung hier, alle Volumes und VGs werden während der Installation gelöscht. Wir drücken auf OK. Will ich das wirklich? Ja, ich möchte das, und nun beginnt schon die Installation. So, nun ist die Installation abgeschlossen, wie wir auch sehen können, Installation Complete, und wir müssen das System nur mehr neu starten mit dem Befehl Reboot. Drücken wir Enter, so, wir werden gleich vom Server geschmissen. Das kann nun wieder ein paar Minuten dauern, bis er jetzt normal von der Festplatte bootet. So, nun sind ein paar Minuten vergangen und wir probieren einfach nochmal auf den Server zu connecten. Nun funktioniert es, wir klicken auf Ja, wir wollen das. Da das Passwort das gleiche geblieben ist, werden wir automatisch eingeloggt und können den Screen clearen. Zuerst mache ich ihn auch apt-get-update und apt-get-upgrade. Sind neue Pakete verfügbar? Die wollen wir natürlich upgraden. Sollte relativ schnell gehen. Und nun ist alles up to date. Jetzt können wir uns auch bereits auf unseren Server connecten mit der IP-Adresse. Es ist wichtig, dass ihr HTTPS angebt. Drücken wir Enter. Ja, diese Verbindung ist nicht sicher. Erweitert. Ausnahme hinzufügen. Ja, möchte ich hinzufügen.
Manchmal kann es da zu Schwierigkeiten kommen, aber einfach ein paar Mal probieren. Falls es bei euch, wie bei mir, jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise noch immer nicht funktioniert, probiert es einfach einmal mit einem anderen Browser. Ich habe hier bereits die IP eingegeben. Stellen wir hier noch um auf Language German. Geben den Benutzernamen ein, root, und das Passwort. Ich habe es bereits in die Zwischenablage kopiert, beziehungsweise immer noch in der Zwischenablage gehabt. Ja, kein gültiges Abonnement. Und nun haben wir Proxmox installiert. Jetzt werde ich auch noch zeigen, wie ihr eure zusätzlichen IP-Adressen bzw. Subnets konfigurieren müsst bzw. könnt. Dazu gehen wir hier im Robot bei Hetzner, gehen wir bei den zusätzlichen IP-Adressen, können wir unsere zusätzlichen IP-Adressen sehen. Wir können auch, wenn wir mit der Maus auf die IP-Adressen drüber fahren, können wir sehen Gateway, Netzwerk, Netzmaske und Broadcast. Dazu gehen wir wieder auf unseren Server, gehen mit /etc/network/interfaces in unsere Netzwerkkonfiguration. Hier ist bereits das standardmäßige von Hetzner installiert worden, aber wir müssen jetzt einfach eine neue Bridge konfigurieren mit Auto VM BR0, nenne ich die jetzt einfach mal. Ihr könnt auch das VM BR 1, 2, 10, keine Ahnung, wie viele ihr haben möchtet. Ich nenne es jetzt hier 0. Dann E-Face VM BR 0, E-Net Static, dann mit Address unsere, okay, wo schreibe ich hier, unsere Haupt-IP-Adresse, also die IP-Adresse von unserem Server, diese hier, geben wir hier an, also hier die 178.63.22.76, anschließend die Netmask, die jetzt 255. Es steht zwar eigentlich hier bei den zusätzlichen die 192, aber wir machen das einfach jetzt so, dass es eine eigenständige ist, also eine -32, deswegen auch 255 am Ende, und geben dafür am Ende unten noch zusätzlich an, welche zusätzlichen IP-Adressen wir hier auf diese Bridge drauf routen möchten, und das sind in unserem Fall hier die beiden zusätzlichen IP-Adressen. So, wir müssen auch noch angeben bridged bridge ports none. Die Befehle findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung. Bridge STP off und Bridge FD 0. Nun müssen wir auch noch, wie ich vorhin gesagt habe, mit up if root, also die zusätzlichen IP-Adressen drauf routen. Die 178, 63, 23, 124 möchten wir zum einen drauf routen. Anschließend noch die Maske, eine -32 Maske, da es eine einzelne IP-Adresse ist und kein Subnet. Dann hier noch dev und vmbr0, beziehungsweise wie ihr einfach eure Bridge genannt habt, müsst ihr auch hier angeben. Dann kopiere ich das Ganze, mit Rechtsklick füge ich sie nochmal ein und ändere die 124 auf die 125. So, nun sind die zusätzlichen IP-Adressen konfiguriert, aber wir haben auch ein Subnet, ein -29 Subnet. Das möchten wir natürlich auch noch konfigurieren. Dazu legen wir eine weitere Bridge an, die nenne ich jetzt VMBR
1. Und wir machen genau das gleiche wie oben. Legen hier wieder mit eFace und eNet Static das Ganze an. Hier mache ich es aber so, wenn man hier auf IP-Adressen geht, sieht man natürlich, man hat mehrere IP-Adressen zur Auswahl. Eigentlich schreibt Hetzner vor, bei einem 29er Subnet hat man 6 zur Auswahl, aber wir haben hier 2, 4, 6, 8 IP-Adressen. Die letzte, also die 215 und 208, können wir nicht nutzen. Also können wir nur die 209 und die 214 nutzen. Ich mache es aber persönlich immer so, da ich es für Kunden angenehmer finde, nehme ich die letzte IP-Adresse weg. Dann damit können wir anschließend, diese IP-Adresse wird einfach unser neues Gateway. Normalerweise ist das Gateway, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, können wir sehen, Gateway ist die IP-Adresse, also die Haupt-IP-Adresse des Servers. Aber das funktioniert teilweise bei Linux-Installationen nicht. Das versteht, dass die IP, also das Gateway, nicht in dem Subnet liegt, sondern irgendwo anders liegt. Deswegen verwende ich immer die letzte IP-Adresse, also bei uns hier die 214. Das Gateway, das gebe ich jetzt auch hier an mit Address, geht wieder nicht, 78.47.22.214, Netmask, was habe ich jetzt hier geschrieben, Netmask 255.255.255.248. Wir auch hier sehen, unsere Netzmaske ist die Punkt 248 zum Schluss. Dann machen wir genau das gleiche wie hier oben. Die Bridge soll genauso konfiguriert sein. Und das Ganze war's schon. Nun mit Steuerung X, Y, Enter speichern wir das Ganze. Nun können wir auch bereits die beiden Bridges starten mit if up, fmbr. Könnt ihr einfach V eingeben, drückt Tab, wird autovervollständigt. Als erstes 0, also die Bridge 0 starten, drücken wir Enter, müssen kurz warten. Es gab keine Fehler, also wir haben es richtig konfiguriert. Und auch noch die Bridge 1, die wurde auch richtig konfiguriert, also alles passt. Nun können wir in Proxmox das soweit sehen. Hier unter Netzwerk können wir unsere beiden neu angelegten Bridges sehen. Nun könnte ich hier unter Erstelle VM eine VM installieren, aber da das ein frisch installiertes System ist, müssen wir zuerst ein Image hochladen. Aber wie ihr eine VM erstellen könnt, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch rechts oben mit dem i und ihr könnt es euch ansehen. Ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen und ihr könnt nun euren Hetzner-Server richtig konfigurieren, also die zusätzlichen IP-Adressen und auch die zusätzlichen Subnets. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und danke fürs Zusehen. Tschüss!